gilt für eine Erwerbsminderungsrente auch die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Nein, für Erwerbsminderungsrenten haben wir ganz klare andere gesetzliche Regelungen. Die 46.060 Euro gelten grundsätzlich nur für die vorgezogenen Altersrenten. Und Altersrenten sind was anderes als Erwerbsminderungsrenten. Für die Erwerbsminderungsrenten gibt es den Paragraphen 96a SGB VI und dort ist Folgendes geregelt. Wenn jemand eine volle Erwerbsminderungsrente bekommt, kann er anrechnungsfrei auf die volle EM-Rente 6.300 Euro im Jahr dazu verdienen. Wenn jemand eine teilweise Erwerbsminderungsrente bekommt, wird entweder für ihn eine individuelle Hinzuverdienstgrenze ausgerechnet und wenn diese individuelle Hinzuverdienstgrenze niedriger ist als die generell für die teilweisen Erwerbsminderungsrenten 2021 geltende Hinzuverdienstgrenze von 15.989,40 Euro, dann bleibt es bei den 15.989,40 Euro anrechnungsfreier Hinzuverdienst auf die teilweise Erwerbsminderungsrente. Wenn Sie aber eine höhere individuelle Hinzuverdienstgrenze haben, die durch die deutsche Rentenversicherung im Rentenbescheid für Sie ausgerechnet wird, können Sie bis zu dieser für Sie ausgerechneten Hinzuverdienstgrenze anrechnungsfrei auf die teilweise Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.